wonderful news. It's time for the f***ing U.S. to get their heads kicked in. To give us a sign to finish off the U.S. once and for all. Bobby Fischer, geboren als Robert James Fischer am 9. März 1943 in Chicago, hatte einen denkbar schweren Start ins Leben. Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen, wurde er von seiner alleinerziehenden Mutter Regina, einer jüdischen Schweizerin, großgezogen. Geld war knapp, so knapp, dass sie oft nicht genug hatte, um Schulmaterialien für Bobby und seine Schwester Joan zu kaufen. Nach der Scheidung von Hans Gerhard Fischer, einem deutschen Biophysiker, stellte sich heraus, dass Bobbys leiblicher Vater wahrscheinlich Paul Nemini war, ein ungarischer Physiker, mit dem Regina eine Affäre hatte. Als Bobby 6 Jahre alt war, zeigte ihm seine ältere Schwester Joan, wie man Schach spielt. Für Bobby war es Liebe auf den ersten Blick. Im Gegensatz zu anderen Brettspielen bot Schach keine Zufälle, es war rein strategisch und das fesselte ihn. Während seine Schwester schnell das Interesse verlor und seine Mutter als Lehrerin und Krankenschwester zu beschäftigt war, um ihm Gesellschaft zu leisten, verbrachte Bobby seine Tage damit, gegen sich selbst Schach zu spielen, um seine Fähigkeiten zu schärfen. Ein Jahr später erkannte seine Mutter sein außergewöhnliches Talent und meldete ihn in einem Schachclub in Brooklyn an. Dort traf er auf seinen ersten Mentor, Carmen Nigro, der sofort das Potenzial des jungen Fischers erkannte. Bobby besaß eine unermessliche Faszination für das Spiel. Er lebte und atmete Schach. Freunde hatte er nicht und das störte ihn auch nicht. Ich brauche keine Freunde. Ich habe keine Geheimnisse. Was soll ich mit jemandem teilen, wenn ich ihm nichts zu verbergen habe? Seine Sonntage verbrachte er mit Nigro im Washington Square Park in Manhattan, wo er gegen völlig Fremde spielte und sie regelmäßig bezwang. Doch schon bald wandte er sich von Nigro ab, als er begann, von Jack Collins, einem Schachmeister und ehemals 17. der US-Rangliste, unterrichtet zu werden. Collins erkannte sofort die Brillanz des jungen Fischers und sagte: Zu behaupten, ich hätte Bobby unterrichtet, wäre, als würde jemand sagen, er hätte Da Vinci oder Shakespeare unterrichtet. Collins war so beeindruckt, dass er nie Geld für seine Lektion verlangte. Stattdessen überhäufte er Bobby mit Schachbüchern, die der Junge wie ein Schwamm aufsog. Oft verbrachte er bis zu 8 Stunden am Tag damit, sie zu studieren. Bobbys harte Arbeit gipfelte in einem Moment, der die Schachwelt erschütterte. Mit nur 13 Jahren trat er gegen den 26-jährigen Donald Byrne, einen der besten Schachspieler Amerikas, an. Fischer spielte mit Schwarz, Byrne mit Weiß. Und was dann geschah, ging als das Spiel des Jahrhunderts in die Geschichte ein. Fischer setzte seine Züge wie ein tödlicher Künstler, meisterhaft und gnadenlos. Und er wagte es sogar, seine Dame zu opfern. Nur ein Jahr später erkämpfte er sich den Titel des internationalen Meisters und mit 15 wurde er der jüngste Großmeister aller Zeiten. Fischer wurde zu einer weltweiten Legende, sogar in der Sowjetunion, wo Schach mehr als ein Spiel war. Es war ein Symbol nationaler Überlegenheit. Die Sowjets hatten Schach zum Nationalsport erhoben, Millionen in ihre Spieler investiert und dominierten die internationalen Turniere. Sie sahen das Schachbrett als Schlachtfeld, um ihre Überlegenheit über den kapitalistischen Westen zu demonstrieren. Doch ein Amerikaner, ein Einzelgänger, stellte ihre Dominanz in Frage. Und Fischer wurde in der Sowjetunion nicht nur respektiert, sondern gefürchtet. Fischer dominierte das Schachspiel und gewann alle 8 US-Meisterschaften, einmal sogar mit einem perfekten Ergebnis von 11 aus 11 Partien. Er demütigte seine Gegner und beherrschte das Spiel so sehr, dass sich einige russische Spieler weigerten, gegen ihn anzutreten, indem sie zufällig am Spieltag krank wurden. Und als es darum ging, einen Herausforderer für den russischen Weltmeister Boris Baski zu finden, kam nur einer in Frage. You beat him 6-0. You know, that's like knocking out Muhammad Ali with one hand tied behind your back. It can't be done. Well, the champion of the world. First of all, I didn't compete, so he's not really much of a champion. What's the pleasure? What's the moment of pleasure for you? Is it? Oh, the greatest pleasure. When you break his ego. '72 war das Jahr, in dem Bobby Fischer Schachgeschichte schrieb. Im Kalten Krieg, als Schach mehr war als ein Spiel, stand Fischer dem sowjetischen Weltmeister Boris Baski gegenüber, einem Symbol der sowjetischen Überlegenheit. Doch bevor es zu diesem legendären Duell kam, hatte Fischer die Vorrunde auf dramatische Weise dominiert. Er besiegte Tigran Petrosian, einen ehemaligen Weltmeister, und ließ ihn mit einem klaren 6,5-2,5 Sieg chancenlos zurück. Davor hatte er den dänischen Großmeister Bent Larsen regelrecht dominiert und ihn mit einem vernichteten 6-0 vom Brett gefegt. Ein Ergebnis, das in der Welt des Schachs fast undenkbar war.
Fischer spielte mit einer solchen Präzision und Dominanz, dass er seine Gegner oft dazu brachte, psychisch einzubrechen, bevor sie überhaupt das Brett verließen. Dann kam das Finale in Reykjavik, Island, gegen Spassky. Doch der Weg dorthin war nicht einfach. Fischer stellte hohe Forderungen und drohte mehrmals nicht anzutreten, was das gesamte Turnier in Frage stellte. Als es schließlich losging, verlor er die ersten beiden Partien. Die erste durch einen unerwarteten Fehler, die zweite durch Nichterscheinen, weil er die Bedingungen des Spielers kritisierte. Viele dachten, das Turnier sei schon entschieden. Doch dann geschah etwas, das die Schachwelt verblüffte. Fischer fand zu seiner Form zurück und dominierte das Spiel wie nie zuvor. Er gewann 7 der nächsten 11 Partien, brach Spasskys Widerstand und krönte sich am Ende zum Weltmeister. Dieser Sieg war nicht nur ein persönlicher Triumph für Fischer, sondern auch ein symbolischer Sieg des Westens über die jahrzehntelange sowjetische Schachdominanz. Fischer war nicht nur ein Schachgenie, er wurde zum Helden, zur Legende. Er wurde zum Helden in Amerika und jeder fing an, Schach zu spielen. Er war ein Star und viele Mitgliedschaftskosten der Schachverbände explodierten. Er hatte angeblich einen IQ von 181, welcher sogar höher ist als der von Einstein und Hawking. Auch wenn Fischer sehr bekannt wurde, wurde er von vielen aufgrund seiner kontroversen Meinungen gemocht. Viele Menschen ignorierten es, weil er nun mal der eiskalte Schachspieler war. Hier sehen wir, was er gegen weibliche Schachspieler sagt. Was sie ein guter Spieler? No, not too good. The women aren't really very good players. I mean, I guess I could give every one of them a night and still win easily. Why is this? Do women make bad chess players? Oh, they're terrible chess players. I don't know why. I guess they're just not so smart. Would you call yourself a misogynist? Excuse me, what's the definition of that word? A woman hater? No. No? What do you think of women? When it comes to chess, not too much. Im Jahr 1975 sollte Bobby Fischer seinen Weltmeistertitel verteidigen. Doch es kam nicht dazu, weil seine außergewöhnlichen Forderungen für die Weltmeisterschaft nicht akzeptiert wurden. Stattdessen ging der Titel kampflos an den jungen Anatoli Karpov aus Russland und Fischer zog sich aus der Schachwelt zurück, verschwand aus der Öffentlichkeit. 20 Jahre später tauchte Fischer erneut auf, diesmal für ein spektakuläres Rematch gegen Boris Spassky, bei dem es um 5 Millionen Dollar ging. Fischer war in Geldnöten und sah dies als Gelegenheit, seine Finanzen aufzubessern. Das Spiel fand in Jugoslawien statt, einem Land, das zu dieser Zeit unter einem internationalen Embargo stand. Da Fischer Amerikaner war, drohte ihm eine lange Haftstrafe, sollte er dort spielen. Doch seine Antwort auf den drohenden Haftbefehl war provokativ und ließ keine Zweifel an seiner Haltung. Fischer lebte danach lange Zeit in Japan, wo er eine Beziehung mit einer japanischen Frau einging. Doch als die USA seine Papiere annullierten, wurde er in Japan verhaftet. In seiner Not bat er Island, das Land, in dem er 1972 zum Weltmeister gekrönt wurde, um Hilfe. Island, das ihn als Schachlegende verehrte, gewährte ihm die Staatsbürgerschaft und bot ihm so eine Zuflucht in den letzten Jahren seines Lebens. Schon lange gab es Anzeichen dafür, dass Bobby Fischer psychische Probleme hatte. Sein ehemaliger Rivale Michael Thal stempelte ihn als verrückt ab und auch der Schachspieler Paul Benko sagte, ich bin kein Psychiater, aber es ist offensichtlich, dass er paranoid ist. Allerdings meinte Fischer zu mir, dass paranoide Menschen oft recht haben. Paranoia spielte in seiner Familie eine große Rolle. Das FBI beschrieb Regina Fischer, seine Mutter, als mental instabil. Sie verdächtigten sie, eine russische Spionin zu sein, da sie eine Zeit lang in Russland lebte und fließend Russisch sprach. Später erkrankte Fischer in Island und stand unter der Betreuung des Psychologen Dr. Magnus Skúlason, der ihn therapierte. Doch seine Nierenprobleme verschlimmerten sich und er verstarb am 17. Januar 2008 in Island im Alter von 64 Jahren. So viele wie die Anzahl der Schachfelder. Bobby Fischer wurde katholisch in Island beerdigt. Seine letzten Worte waren: Nichts ist so heilsam wie die menschliche Berührung.